Hallo und willkommen zurück zu Miss Survival. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Ich wollte mich auch nochmal bedanken für die ganzen Kommentare, die ihr immer schreibt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr immer noch welche schreibt. Ich bin ja gerade ein wenig in der Vorproduktion. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich bald meine Prüfung habe. Und ich möchte ja, dass ihr trotzdem was zu gucken habt. Und deswegen bin ich ganz viel am Vorproduzieren. So. Okay. Ah, wir haben die Sachen draußen, ne? Ich würde jetzt hier so ein Einzelbett hinmachen. Also ist eigentlich vollkommen egal, was für ein Bett ich hinmache. Die kosten alle, fast alle gleich, außer die hier. Ich würde aber trotzdem so ein kleines Einzelbett machen. Das ist jetzt halt mein Bett. Der, die das schläft, sowieso da in dem Krankenbett. Und ich bin bei dir. In der Nacht, wenn du schläfst. Ich will nur in deiner Nähe sein. An dir riechen, wenn du schläfst. Gruselig? Ich finde nicht. Entschuldigung. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier hinten hatte ich ein paar Bäume gefällt. Ich glaube, ich habe ein paar noch liegen lassen. Ja. Ja. Sehr schön. Ach so, wisst ihr, was auch wieder da sein sollte? Der Mist. Nee. Genau, die Tomaten. Pflänzchen. Aber die waren nur einmal. Komisch. Komisch, komisch. Kann man das bitte? Ja. Oh, Gott sei Dank. Wäre auch komisch, wenn nicht. Aber wäre auch nicht das erste Mal, dass solche komischen Sachen passieren. Okay. Brauche ich, glaube ich, nicht. Ich würde nämlich gerne oben das Bett fertig machen. Und ein paar Schränke. So. Wir haben jetzt das als Basis. Ich meine, ich habe fünf Basen jetzt angefangen. Ist okay. Dann nicht. Aber wisst ihr was? Mein Zuhause ist die Welt. Ich lebe hier und da. Von daher ist es okay. Möbel, das. Okay. Ach komm. Ich vergesse das immer, dass man das hier wegmachen kann. Dö-d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 ö
da kann ich, glaube ich, sowieso nicht Auto fahren. Was ich, glaube ich, machen könnte, ist sie halt auf dieses Carding legen. Ja, die sind jetzt, glaube ich, auch alle verschwunden. Ich habe die noch gar nicht alle durchsucht. Aber gut, das wusste ich. Ach nee, sind nicht alle verschwunden. Sehr schön. Es ging halt auch nicht anders, ne? Oh ja, Bleistifte. Guck mal, die haben auch Bleistifte dabei. Okay, dann Reifen. Also ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall auch ein zweites Auto zusammenbauen können. So, hatte ich hier Essen drinne? Ja, dann nehmen wir einfach den Whisky, oder? Kann ich dir auch einfach Steroide reinhauen und die ist dann so... Was hast du gewollt? Was ist los hier? Was ist los? So? Und dann kommt sie mit? Ach, schade. Ach, Mann. Ich meine, wir haben es ja. Wir haben Batterien, Leute. Es ist da. Also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen holen. Weil die Reifen sind halt übelst schwer. War hier nochmal was? Nee. Hier war nichts mehr, ne? Die sind ja alle rausgelaufen. Gekommen, um mich anzugreifen. Entschuldigung. Nee, wieso hole ich das jetzt raus? Essen. Aber ich krieg doch durch das Wasser, kriege ich ja trotzdem Schaden, oder nicht? Und gleich mal gucken, ob ich irgendwo was zu trinken finde. Sonst sterbe ich einfach nur wegen dem. Ach nee. Nur wegen dem Essen. Nee, wir mussten nichts ausprobieren. Ach, die sitzt da drinnen. Okay. Ist auch wieder dieselbe? Oder die gleiche? Nee, ist dieselbe. Okay, hier sind die Schränke. Oh Mann. Okay, das machen wir gleich. Gucken erstmal. Oh, es ist nur Dings. Ich. Oh. Ey, wehe, das funktioniert wieder nicht. V? Ja. Gott sei Dank. Es ist nichts zu trinken. Was ist da los? Ja, ich habe schon übelste. Vielleicht hat sie ja was zu trinken bei sich da drin. Ich glaube nicht. Okay, 8610, 8610, 8610, 8610. Okay. Gut. Wie ging das? Okay. 8. Nein? Ah, ist doch eigentlich egal. 6. 1. 0. Ah, hi. Ist es okay, wenn... Es ist halt immer noch kein Essen. Es ist verflucht, ne? Ich finde kein Trinken. Hi. Du, wir müssen schnell los. Bin ich gestorben? Ah, nee. Oh! I'm here to help. Follow me. Komm, ich trag dich. Hello. Manchmal vergesse ich, dass ich eine Frau bin. Nein, Spaß. Sie ist ja trotzdem eine hübsche. So. Ich bringe dich dann nach Hause und sterbe dann, weil ich verdurstet bin. Ist das okay für dich? Gut. Ah! Kleiner Fehler. Ich bringe sie jetzt natürlich nach Hause in meine Base. Der Fehler ist, dass ich das Bett oben hingestellt habe. Ja, gut, ich kann es ja auch wieder unten hinstellen. Können wir springen mit ihr? Okay. Oh nein, guck mal, wie verletzt sie ist. Und wie sie schwitzt. Bist du in meiner Base? So, jetzt, Moment. Du sollst dich jetzt ins Bett bitte legen. Hier. Das Krankenbett. Climb. Healing Treatment. Oder ist sie doch gar nicht so verletzt?
Ich kann das Ding auch nicht moven, ne? Ah, jetzt liegt sie da drin noch. Okay. Can't run. Was? Die braucht einfach zweimal dafür. Okay. Mädel. Was ist los? Okay, wir lassen sie dann mal einfach hier liegen. Ja, schlaf dich erstmal aus, ne, Mädel. Ich werde währenddessen ein bisschen sterben. Nee, ich fahre jetzt zum Fluss und trinke einfach das Wasser. Oder ich esse diese Dose. Ha. Doch noch was gefunden. Sehr schön. Ja, weil Essen habe ich tatsächlich. Es geht ja jetzt nur noch ums Trinken. Ach, aber sehr schön. Die erste liegt im Bettchen. Okay. Also, wir haben ja ein bisschen Flüssigkeit. Es wird jetzt. Aber wir müssen jetzt Steine suchen gehen. Was ist das? Aiming Laser. Stimmt. Könnte man das nicht irgendwo modify? Das Menü war das, oder? Nee. Nee. Es gibt auf jeden Fall jetzt nochmal einen. Wo war das? Also, ich habe das auf jeden Fall gesehen. War das. Nee. Er hatte das nämlich gezeigt. Moment. Tutorials. Gangäste. Kannst du mischen? Genau. Ah, okay, gut. Also kann ich das nicht machen. Oder muss ich das im Inventar haben? B. Ah, okay. Ja, gut, dass ich da keinen Aiming-Laser irgendwie drauf bekomme. Hätte ich zwei Gedanken dran verschwenden können. Aber wenn wir denn die Hunting Rifle haben, ne? Da kann man den Laser dann draufklatschen. Das geht dann wieder. Gut. So. Wird Zeit für Steine. Wird Zeit für Steine. Ich würde tatsächlich jetzt alles, was ich nochmal habe. Was ist das? Das ist die Rifle. Die kommt rein. Die Revolver behalten wir. Ich würde jetzt alles mal hier so reinschmeißen. Würde nochmal runterhechten. Und würde tatsächlich nochmal gucken. Ja, wobei, jetzt können wir jetzt auch hier hinfahren. Naja. Muss ich aber außenrum. Ah, habe ich jetzt auch keine Lust. Können wir mal schnell rüberlaufen. Ich sollte vielleicht das Licht ausmachen. Ach, nö. Hatte nicht sogar jemand in den Kommentaren geschrieben? Sollte man ein bisschen drauf achten, ein bisschen sparsamer sein. Ja. Oh Mann. Ah, siehst du den einen, den ich hier als allererstes erschossen habe? Den habe ich natürlich nicht gelootet. So, die war noch wichtig. Die können wir dann später rep. Benzintank habe ich nicht mitbekommen. Mitgenommen. Schade. Na dann. Liegt einfach eine Schere drauf. Braucht man die Schere für irgendwas? Ich glaube nicht, ne? So, die Schränke werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Die kommen unten hin. Dann habe ich oben Schränke, unten Schränke. Überall Schränke. Hier habe ich einen Rad. Hier war, glaube ich. Hä? Echt zu schwer. Ja, okay, gut, der alleine wiegt 25. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe, wir brauchen das Auto nicht mitnehmen? Oh, manchmal wünschte ich, ich hätte Gehirnzellen. Aber. Zwinker, zwinker. Das ist ja alles kein Problem. Denn ich kann ja eine Kiste tragen, wo das alles drin ist. Ich sollte halt nur aufpassen mit dem Hin- und Herdrehen, dass die nicht auch noch fliegt. Ich bin da manchmal ein bisschen rabiat, ich weiß. Ich weiß. Ich mache es ein bisschen sanfter, ein bisschen vorsichtiger, okay? Seht ihr? Ich trage diese Kiste vor mir wie ein behütetes Kind. So, jetzt stellen wir ganz vorsichtig die Kiste ab. Genau da, wo sie hinkommt, okay? Spaß jetzt ein bisschen auf. So, wir hatten hier noch irgendwo einen Reifen. Wo war andere Reifen? Da hinten. Wieso liegt der eigentlich immer noch hier? Wieso despawnst du nicht? Was ist deine Mission?
So. Sehr schön. Ja, die Kiste lasse ich auch da. Ich bin gerade überlegen, ob es nicht besser wäre, wenn wir vielleicht so einen Schrank mitnehmen würden. Wäre vielleicht irgendwie klüger. Oh, Mist. Ich wollte mich eigentlich noch mal eine Runde hinlegen. So ein Momentchen schlafen, wisst ihr? Was denn? Könnt ihr mir nicht ein bisschen Schlaf? So. Okay, vorsichtig. Zack, zack, zack. Sehr schön. Achso, ja, behütetes Kind. Ich kann auch mit dem behüteten Kind im Arm laufen. Lernt mal einen Mutter-Einsteigekurs. Ja, die Reifen gehen wieder nicht. Ah, ist kein Problem. Gleich. Gleich geht das wieder. Ja, das mit Butter ansteigen. Hey, ich habe mein Kind noch nie fallen lassen. Wirklich. Ich habe sie einmal aus Versehen das Bett runtergetreten, aber ansonsten. Wobei, das ist auch noch nicht so ganz. Weil ich habe geschlafen. Es könnte auch sein, dass sie von alleine runtergerollt ist. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich getreten habe. Ich weiß nur, dass ich davon wach geworden bin, dass Kind geweint hat. Dann habe ich mir gedacht, dann habe ich mitgeweint. Nee, aber es ist zum Glück nicht passiert. War zum Glück nicht hoch. Aber das ist so das Schrecklichste. Wieso bist du wieder zu? Lüften. Meint ihr, der kleine Halbmond da reicht? So. Tragen wir das hier rein. Ich glaube auch. Danke. Lassen die mal hier liegen. Ich habe ja den Loot respawned. Da kommt es auch natürlich wieder. Natürlich. Das heißt, der Motor ist auch wieder da. Das heißt, wir könnten uns auch das zweite Auto zusammenbauen. Ja, Leute. Ja, ganz ehrlich. Eigentlich egal. So. Okay. Also. Steine. Ehrlich, das ist kein Stein. Ja, sieht für mich auch mehr aus wie eine Kartoffel. Naja. Also, wir müssen Steine suchen gehen. Wo gibt es Steine? Steine gibt es in den Bergen. Nee, eigentlich gibt es hier Steine überall. Da, zum Beispiel ein Stein. Ein Stein! So ist ein Stein entstanden. Nicht? Okay. Ich bin einfach ruhig. Was haltet ihr davon? Den Rest der Folge schweige ich einfach. Ich glaube, das wäre auch mal Erholung für euch einfach. So, einfach keinen Blödsinn mehr hören. Einfach 5 Minuten. Steine. Und ich beschwere mich, dass ich ganz keine Steine finde. Und hier ist alles voller Steine. Ich habe ein bisschen, also mit gemischten Gefühlen gehe ich jetzt hier in die Richtung. Ich meine, ich weiß ja. Ah, nee, die sind wieder da. Okay. Okay. Dann bleiben wir doch hier. Haben wir uns hier schon mal überhaupt einmal umgeschaut? Nee, ich glaube nicht, nee. Nee, haben wir auch nicht. Wir waren nur in dem anderen Ding drinne. Hier ist aber auch kein Herzschlag. Hier sind wir noch. Jetzt müsste ich auch mal so eine Regenwassertonne hinstellen. Ich meine, gut, wir sind da direkt am Wasser. Da brauchen wir keine Regenwassertonne. Aber gut. Ja, okay. Das gefällt mir hier nicht. Das ist alles so kaputt. Das hier sieht halt wieder schon wieder so unfertig aus, wisst ihr? So, als hätte er das angefangen und dann gesagt, ja, pff, schwierig. Wir gucken mal da hoch. Nee, tun wir nicht, weil man nicht hochklettern kann. Okay, so, den Stein nehmen wir noch mit. Das müsste ausreichen. Ich glaube, jetzt haben wir genügend Steine. Oh, guck mal, da liegen ganz viele Steine. Noch mehr Steine. Als hätte das Spiel das mitbekommen, dass ich Steine gesagt habe.
Und dann gesagt, jo, spawn mal. Jetzt. Und dann kamen ganz viele Steine. Sehr schön. Okay, dann können wir endlich den Wasserpurifier, also den Wasser Aufbereiter. Nein. Nee, ich bin da überhaupt. Nein, ich bin dran vorbeigefahren. Vielleicht habe ich es ein bisschen geditscht. Dem Auto geht's gut. Bin ich der festen Überzeugung. Okay. Ach so, jetzt. Jetzt sind hier überall Steine. Wollt ihr mich? Nee. Jetzt sind hier überall Steine, ja? Na, ist okay. Ist okay. Feuerholz. Dann Rinde. Bitte sag mir nicht, dass ich komplette Rinde mitgenommen habe. Gut. Ganz ehrlich, ist aber auch kein Problem, ja? Die bekommt man ja noch relativ einfach. Ne, wir nehmen mal den. Naja. Muss ja jetzt gleich noch ein paar Seile herstellen. Okay. Ja, das Wasser abkochen dauert halt aber, glaube ich, auch 24 Stunden. Das heißt, wir werden uns jetzt mal nochmal schön schmutziges Wasser gönnen. Und ich werde dann hier weiter alles bauen und fällen, während das Wasser abkocht. Ne? Wir können jetzt zusammen noch das befüllen. Fill the bottle. Container füllen. So. Zack. Sehr schön. Ah, ich wollte ja eigentlich trinken. Ne? Ich habe schon wieder keine Streichhölzer, oder? Ich könnte jetzt sagen, dass mich das irgendwie enttäuscht. Aber irgendwie. Ich fühle einfach nichts mehr. Das ist unglaublich. Könnte ich die nicht irgendwie herstellen, die Streichhölzer? Ich muss mal gucken, dass ich diese Tabletten bekomme. Sind das die Streichhölzer, die verschwinden? Die verschwinden immer, ne? Ich hab doch ein Feuerzeug! Mann! Ach, Leute. Ich hab doch ein Feuerzeug. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Streichhölzer tatsächlich nicht mitgenommen habe. Das heißt, die Streichhölzer waren definitiv hier. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Aber Streichhölzer werden nicht so schnell schlecht. Na gut. Ich wollte es gerade eigentlich schon ausmachen, weil ich ein bisschen deprimiert bin. Wollte es einfach ausmachen, durchatmen und weitermachen. Ja, das mache ich, wenn ich deprimiert bin. Weil ich das, also ganz ehrlich, dass die Streichhölzer verschwinden, das ist so ein Mist. So ein Blödsinn. Ich meine, gut, man findet die auch wahrscheinlich relativ, ja, was ist wahrscheinlich? Man findet die eigentlich relativ gut. Ah, das ist so ein Blödsinn. Wisst ihr was? Wir machen das noch. Wir gucken jetzt nochmal hier vorne, ob wir vielleicht ein paar Streichhölzer hier im Kofferraum finden. Auf magische Art und Weise. Naja, gut. Versuch was wert. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye bye.